Hallo, ich bin Jakob und wir haben ja schon mehrmals darüber berichtet, dass die Kulturszene in Münster, wie natürlich auch überall anders, gerade sehr stark unter der Corona-Krise zu leiden hat. Ich führe jetzt ein Interview mit Christoph Thiemann. Hallo Christoph. Hallo. Christoph ist Gründer und Leiter der Truppe Theater Ex Libris, die Live-Hörspiele derzeit im Internet streamt, sonst aber natürlich auch vor Ort auftritt. Ja, wir wollen gerne zusammen einige Fragen darüber klären, wie es denn derzeit so überhaupt mit seinem Theater Ex Libris funktionieren kann. Wer ist Theater Ex Libris und was macht ihr so, wenn gerade keine Pandemie herrscht? Theater Ex Libris ist ein Live-Hörspiel-Theater. Wir haben mal angefangen mit Lesungen und die sind immer mehr zum Hörspiel geworden. Und zwischen diesen beiden Punkten bewegen wir uns. Es ist ein bisschen Lesungen, aber vor allen Dingen ganz, ganz viel Hörspiel. Wir machen ganz unterschiedliche Programme. Die sind manchmal ganz literarisch und manchmal sind die auch sehr, sehr massenkompatibel. Sherlock Holmes, Dracula. Wir haben einfach große Freude daran, begleitet von Musik und ein paar Bildern, Geschichten sehr, sehr lebendig vorzutragen. Was ist das Besondere an einem Live-Hörspiel, jetzt gerade im Vergleich zu, du hast es angesprochen, einer Lesung oder eben auch einem Studio-Hörspiel? Was ist da die besondere Form dabei? Ich glaube, die Zuschauer und die Zuhörer merken, dass das jetzt im Moment teilweise auch entsteht. Also, das ist keine voll improvisierte Geschichte natürlich, aber das entsteht sehr, sehr im Moment. Die Musik ist zum Beispiel jeden Abend doch deutlich anders. Das macht sehr, sehr viel mit uns. Es verändert uns sehr, sehr stark. Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Die Leute haben so im Gegensatz zum Studio-Hörspiel die Möglichkeit, uns ein bisschen bei der Arbeit zuzugucken. Wir genießen dann die Möglichkeit, in ganz unterschiedliche Rollen zu schlüpfen. Also da kann ich auch so einen riesigen, grobschlächtigen Kerl mal sprechen und so. Und das macht uns allen natürlich tierisch Spaß. Musstet ihr wegen Corona jetzt schon Auftritte absagen? Was passiert mit diesen Auftritten? Werden die vielleicht später nachgeholt? Wie läuft das jetzt gerade so ab? Wir haben eine ganze Reihe von Auftritten absagen müssen. Für die allermeisten haben wir Ersatztermine gefunden, die im Herbst liegen, von denen wir hoffen, dass wir die dann natürlich auch nachholen können. Ja. Wir haben uns dann dafür entschieden, weiterhin für unsere Hörer da zu sein und machen deshalb Livestreams. Ja, was sind jetzt genau die Gründe dafür, dass ihr die Hörspiele ins Internet verlagert habt? Also habt ihr euch zu Hause gelangweilt oder was sind da die Gründe, was steht dahinter? Einerseits schon. Also uns fehlt natürlich auch das Miteinander arbeiten, das Miteinander auf der Bühne sein. Das war ein Grund und auch natürlich irgendwie die Idee, wir wollen irgendwas machen für Leute, die jetzt vielleicht auch gerne lieber rausgehen würden und sich Theater oder Kultur angucken würden. Und dann entstand eben diese Idee, können wir nicht mal ein Hörspiel als Livestream machen? Ja. Wir haben uns natürlich auch gut überlegt, schadet uns das vielleicht, weil wenn wir jetzt ein Programm ins Internet stellen, kommen dann Leute später nochmal zu diesem Programm, wenn wir damit irgendwo zu Gast sind oder denken die sie, auch haben wir jetzt gehört. Das ist eine Frage, die gerade ganz, ganz viele Künstler umtreibt. Aber das Tolle daran ist, das lesen wir an den Kommentaren, das sind Leute, die sonst zu unseren Live-Vorstellungen kommen und die Ja. sich jetzt freuen, dass wir trotzdem was machen, dass die uns hören können. Und es sind Leute, die uns sonst nie hören können. Ja, ihr habt ja jetzt dann zwei Auftritte schon im Stream gehabt. Das erste war ein Live-Hörspiel von Dr. Jekyll und Mr. Hyde aus der Jugendburg Gemen. Und der zweite Stream war jetzt eben am Ostermontag Sherlock Holmes aus der Katholischen Akademie Stapelfeld in Cloppenburg. Da Genau. habe ich mich gefragt, warum macht ihr das überhaupt vor Ort? Warum fahrt ihr so weit? Ne? Nehmt ja auch durchaus weite Anwege dann in Kauf, Ja. wenn ihr das genauso gut eben auch ein bisschen weniger aufwendig haben könntet, sage ich mal. Natürlich, wenn ich das alleine machen würde oder alleine und vielleicht nur ein Musiker dazu, dann könnte ich das auch aus der heimischen Küche machen. Aber wir brauchen natürlich einen Saal, der groß genug ist, dass wir damit genügend Abstand sitzen können. Das ist uns ganz, ganz wichtig und wollen wir auch nicht vergessen. Also wir merken schon, dass die Distanz, auf der wir jetzt lesen, für uns die ganze Sache schon total verändert, Echt? weil wir eben alle sehr impro-geschulte Schauspielerinnen und Schauspieler sind. Das heißt, wir nehmen sehr, sehr fein wahr, was macht der Kollege gerade vielleicht ein bisschen anders, als es in den Proben war.
Da verändert sich gerade ein bisschen was im Spiel und da wollen wir natürlich total darauf reagieren. Denn wer Theater Ex Libris schon mal gehört hat, der weiß, ach, die machen auch mal gerne was ein bisschen in der Improvisation und dafür brauchst du eigentlich eine gewisse Nähe. Ja, du hattest angesprochen, ihr bietet das im Prinzip erstmal frei im Internet an. Letzten Endes macht ihr das ja aber auch so ein bisschen ja auf freiwilliger Basis für die Zuschauenden, für das Publikum, dass sie euch was spenden können, oder genau, also war das von Anfang an die Idee oder wie ist das jetzt gekommen? Wir haben zu Beginn gesagt, wir wollen das erstmal machen. Wir wollen wieder spielen und wir wollen damit vielleicht auch Leuten irgendwie einen netten Abend bereiten können. Das war unsere erste Idee. Dann haben aber die Zuschauer und Zuschauerinnen gefragt, können wir euch denn irgendwo Geld spenden? Und dann haben wir nach dem ersten Stream gesagt, ja, da sagen wir natürlich jetzt auch nicht nein, wenn uns einer was Gutes tun möchte. Und haben die Möglichkeit dann eingerichtet und ich möchte mich auch nochmal hier bedanken. Wir sind total begeistert, völlig überrascht und haben nicht damit gerechnet, dass so viele Menschen uns spenden. Wie geht es denn jetzt mit Theater Ex Libris konkret weiter? Also plant ihr gerade weitere Streams oder bereitet ihr euch vor allem erstmal darauf vor, dass ihr dann bald auch mal wieder auftreten könnt, wenn es denn ja erlaubt ist? Wir machen weiter mit den Streams. Wir gucken mal genau wie. Wenn dieses Interview zu sehen sein wird, wird der dritte Stream, glaube ich, schon gelaufen sein Ah, am okay. Sonntag. Ja. Und jetzt machen wir, glaube ich, erstmal eine kleine Pause, damit wir es auch nicht überfrachten. Es wird vielleicht so ein paar kleine Kurzgeschichten mal geben, nicht mit dem ganzen Ensemble, aber das so als Teaser oder als kleine Häppchen und dann wir ein großes Hörspiel geplant, wieder im Mai. Prima, vielen Dank. Das war für das Theater Ex Libris Christoph Thiemann. Ja, ich denke, wir können uns auf weitere Veranstaltungen von Theater Ex Libris zunächst einmal im Internet freuen. Danke, Christoph. Ciao. Tschüss.